Diesmal geht es um Mausklicks und zwar diesmal mit der rechten Maustaste. Was hat das auf sich? Wenn ich auf irgendein Symbol gehe auf dem PC, zum Beispiel hier ein Ordnersymbol und klicke die rechte Maustaste, dann erscheint ein Menü. Dieses Menü heißt Kontextmenü. Was bedeuten soll, es steht im Zusammenhang mit dem jeweiligen Objekt oder Element oder der Datei, was wir gerade benutzen oder auch dem Programm. Als Beispiel habe ich ja jetzt einmal die rechte Maustaste geklickt an der Stelle hier von dem Ordner. Benutze ich das gleiche zum Beispiel hier unten an dem Symbol, dann erscheint ein ganz anderes Menü zur Auswahl. Das wäre auch ein Kontextmenü. Das heißt also, dieses Menü steht immer im Zusammenhang mit dem Teil, was ich jetzt gerade hier anklicke, was ich in dem Zustand gerade machen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Symbol anklicke, ich nehme hier einmal ein Programmsymbol hier und würde jetzt hier oben drauf gehen, dann zeigt er mir wohl auch Text dazu an, dadurch, dass der Mauszeiger hier drauf ist. Das ist damit nicht gemeint, sondern ich meine, wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, dann bekomme ich hier verschiedene Möglichkeiten angezeigt, die im Kontext, also im Zusammenhang mit dem jeweiligen, mit der jeweiligen Sache stehen, die ich gerade mache. Als Beispiel starte ich jetzt einmal ein Programm und selbst bei einem Programm oder einem Ordnerfenster wäre das auch so. Ich gehe also einmal hier, ich klicke einmal auf Textdokument und dann bekomme ich hier ein Textdokument angezeigt. Gehe ich hier oben zum Beispiel auf irgendetwas drauf mit der Maus, so wie jetzt hier an dem Fenster oben, und ich drücke die rechte Maustaste, da bekomme ich ein Menü angezeigt. Dieses Menü ist wieder ein Kontextmenü. Das sagt mir alles das, was ich an der Stelle, wo der Cursor sich befindet, machen kann. Wenn ich jetzt einfach hier in dem Blatt drin bin und der Stelle, wo der Cursor ist, und ich drücke jetzt die rechte Maustaste, bekomme ich wieder ein Menü angezeigt. Auch dieses Menü ist ein Kontextmenü, was mir sagt, was ich gerade an dieser Stelle, wo sich jetzt der Mauszeiger befand, bevor ich die rechte Maustaste drückte, was ich da alles angeboten bekomme. Gehe ich hier oben zum Beispiel, ich klicke oben einmal rein, damit ich hier das weg habe, das Menü, und das habe ich mit der linken Maustaste gemacht. Wenn ich jetzt hier oben zum Beispiel auf Einfügen gehe, auf den Begriff Einfügen und drücke jetzt die rechte Maustaste, dann sehe ich, ich bekomme wieder ein anderes Menü angezeigt. Auch dieses Menü steht im Kontext, also im Zusammenhang mit der jeweiligen Aktion, auf die ich zeige. Wenn ich also hier zum Beispiel auf irgendein Symbol zeige, zum Beispiel jetzt hier einmal, würde hier die rechte Maustaste drücken, dann würde er das zum Beispiel ausführen, was jetzt hier steht anscheinend. Was stand denn da? Ich gehe jetzt einmal hier auf das Symbol. Jetzt steht zum Beispiel, wenn ich auf das Symbol zeige, steht Speichern. Und wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, dann sagt er mir alles, was ich in diesem Moment mit diesem Element, wo ich drauf zeige, was ich da tun kann. Also es steht immer im Kontext. Das ist bei allen Sachen so. Gehe ich jetzt hier zum Beispiel auf dieses Zeichen hier von der Schriftfarbe hier drauf, dann sieht man auch, dass sich da die Farbe, die Hintergrundfarbe ändert. Also ich habe dieses Element jetzt hier markiert, also dieses Symbol. Und wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, habe ich wieder etwas dazu angezeigt. Genauso ist es, wenn ich irgendwie jetzt hier auf irgendein Symbol, was ich jetzt hier finde, wo hier jetzt zum Beispiel Navigator steht, wenn ich da mit dem Mauszeiger draufgehe und ich drücke hier die rechte Maustaste, bekomme ich da irgendwas angezeigt. In diesem Moment hier nicht, aber eben bei vielen Sachen ist es so. Wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel draufgehe, das ist hier der Anzeiger zum Vergrößern oder Verkleinern hier, und wenn ich jetzt hier mit dem Mauszeiger drauf zeige und würde jetzt die rechte Maustaste drücken, dann ja, findet irgendeine Aktion statt direkt.
weil das Programm das so wünscht. Gehe ich zum Beispiel auf den Papierkorb, hier oben, drücke dann die rechte Maustaste, sagt er mir im Kontext, also öffnet mir ein Menü und sagt mir, für dieses Symbol oder dieses Element, wie man es auch immer bezeichnet, bekomme ich angeboten, was ich alles damit machen kann. Ich kann also hier entöffnen oder all die anderen Sachen, die hier angeboten werden. Also die rechte Maustaste ist eine sehr, sehr wichtige Taste, über die ich Informationen über irgendetwas erhalte, wenn ich mit dem Mauszeiger darauf zeige und die rechte Maustaste drücke. Dann bekomme ich immer im Zusammenhang, also im Kontext, etwas angezeigt, was ich in diesem Moment machen kann. Darum geht es. Also, rechte Maustaste, sehr wichtig. Ein anderes Video wird dann eben über die linke Maustaste zum Beispiel sein. Das war das Video. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.